Willkommen zum zweiten Video der Delta-Episode in Pokémon Alpha Saphir. Wir reagieren wieder auf das No Commentary Walkthrough. Mal wieder ist das Ganze von Buoisel, oder wie man den auch immer ausspricht, in der Videobeschreibung verlinkt, damit das nochmal erwähnt ist. Das ist nicht mein eigenes Gameplay. Und dann starten wir auch schon rein in die zweite Folge der Delta-Episode. So, wir finden uns weiterhin hier bei den Meteorfällen. Und wir sollten dort ja den zweiten Meteor besorgen. Denn wir sollten ja noch ein zweites Wurmloch im All erschaffen, damit der große Meteor nicht auf unseren Planeten herunterfällt. So, hier haben wir jetzt einen Mondstein gefunden, aber ich glaube, der Mondstein war nicht das, was wichtig war. Den Mondstein hatte ich ja auch in meinem eigenen Let's Play gefunden. Allerdings hatten wir zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht Kaskade. Und mit dem schwimmen wir dann jetzt hier nach oben. Genau. Und müssen dann wahrscheinlich... Okay, da vorne war noch so eine Treppe, aber die scheinen wir erstmal nicht zu erreichen. Stattdessen... Jetzt erstmal hier durch. So, hier kommt erstmal noch ein Kampf, den ich euch auch wieder rausschneide. So. Jetzt gehen wir die Treppe nach unten, genau. Warte, nee, das war nicht die Treppe. Das war irgendwo auch noch ein Kampf. Verdammt, jetzt muss ich euch schon wieder rausschneiden. So, dann geht's. Ah, das müsste jetzt die Treppe sein, zu der wir nach oben gehen, die ich da vorhin schon gesehen hatte beim Wasserfall. Ist die Frage, ob hier dieser Meteor ist. Okay, hier an der Stelle schon mal nicht. Da hatte er dieses komische Gerät rausgebracht. Wahrscheinlich so ein Suchgerät, womit er diesen Meteor finden kann. Und der nächste Kampf, den ich euch rausschneide. Okay. Ja, jetzt muss natürlich noch ein Schutz-Item einsetzen, damit hier nicht auch noch von wilden Pokémon angegriffen wird. Das dauert das hier ja ewig, bis er da durchkommt. So, jetzt müssten wir eigentlich fast auch gleich schon an der Höhle sein. Ah, guck mal, wir sind tatsächlich schon bei Troy jetzt angekommen. Dein, das Meteoritenstück, befindet sich bereits in meinem Besitz. Erlaube mir, diese die ehrenwerte Dame vorzustellen. Als Nachfahrin der Meteoraner, die das Wissen um die Mega-Entwicklung besitzt, möchte ich mich vorstellen. Vor langer, langer Zeit wurde die Hirnregion von einer Katastrophe heimgesucht. Die Hirnregion stand immer kurz vor der Zerstörung durch unzählige Meteoriten oder durch das Wüten der Urgewalten der Pokémon. Die auserwählte Wissenshüterin trat vor einen Stein, der in den Farben des Regensbogen leuchtet. Dessen Körper hüllte sich daraufhin in gleißendes Licht und nahm eine folgende Form. Diese Verwandlung, so heißt es, weiter soll Rayquazas Kraft in Stier Unermessliches gelangt haben. Ein Stein, der in den Farben des Regenbogens leuchtet. Die Parallelen zur Mega-Entwicklung sind nicht zu übersehen. Viele Jahre später begannen die Menschen, diese Form der Verwandlung Mega-Entwicklung zu nennen. Dann kann die Menschheit also den Mechanismus bereits schon vor einigen Jahren in Berührung. Wissenshüter sind Menschen, die über das Wissen der Macht verfügen. Die rechtwissigen Wissenshüter, und das heißt Amalia, in ihrer Macht diese... sie war bei Team Aqua und genau. Ah, das war also diese Frau im Raumfahrtzentrum, die uns gewarnt hatte vor den Machenschaften, die wir vorhatten. Hält sie da für etwa ein unvermeidbares Opfer? Bedenke zweierlei. Erstens muss das Gleichgewicht der Dinge... Boah, Junge, ist das schnell. Wir haben immer unser Bestes gegeben, um zu gewährleisten, dass der Frieden auf diesem Planeten möglichst lange andauert. Diese Welt mit all den Menschen und Pokémon sowie der Vielfalt der Natur konnte nur dank früherer Opfer weiter existieren.
Amalia wird ihre Ziele mit wilder Entschlossenheit bis zum letzten Atemzug verfolgen, wohlwissend, dass der zu zahlende Preis immens sein wird, wohlwissend, dass sie unter Umständen selbst ihr Leben dafür opfern muss. Ich verstehe. Danke, das war sehr aufschlussreich. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl und mein Gespür täuscht mich nur selten. Ich muss zurück nach Meadow City zur Davin Corporation. Diese silberhaarige Frauen sprach davon, dass sie nach Meadow City zurückgehen möchte. Ja, gut. Okay, nach irgendwas sucht er hier jetzt noch. Da scheint doch irgendwas zu blinken. Oh, ein Aerodactylonid für die Mega-Entwicklung von Aerodactyl. Okay. So, ansonsten haben wir ja, glaube ich, nichts mehr, ne? Ne. Sieht nicht so aus. Ne, jetzt verlässt er, glaube ich, wieder diesen Raum hier. So, zurück in Metaross City. Jetzt geht's zurück zur Davin Corporation. Für mich immer noch vollkommen unnötig, dass wir jetzt da hinkommen mussten, wenn er ja schon den Meteoriten geholt hat. Autsch. Oh, du bist doch dieser tolle Trainer von neulich. Hey, Vierauge, dein hoher Brille, bla, erst dieser Brillenträger und jetzt dieser Trainer, verflixt und zugelegt. Macht das etwa Spaß? Hoffentlich, offenbar bin ich dazu bestimmt, irgendwas anderes zu machen. Was ist denn so dieser Lärm hier? Ich glaube, ich bin in Ruhe schon wieder. So, jetzt verdünste ich mich aber. Wolfgang will ja bestimmt nicht, dass wir... Oh Gott, da kommt noch jemand. Ich heule. Boah, habe ich für einen Kohldampf. Ach, verflixt. Da hängt mir der Magen in den Kinkel und ich soll gegen dich antreten. Das kann ganz schön anstrengend sein. Aber wenigstens kann ich mir jetzt was zu essen holen. Ja, ja, mach mal. Oh, vielen Dank. Du bist wegen ein großartiger Trainer. Ich hab's. Lass wir jetzt das zum rechten Zeitpunkt machen. Wir stecken nämlich in großen Schwierigkeiten. Die Schurken von dem Aqua haben sich die Kontrollvorrichtung des Linkkabels, das unsere Firma hatte, geschnappt. Was sollen wir nur tun? Was sollen wir nur machen? Wenn mich nicht alles täuscht, wollten sie zum Meteoritenzentrum. Okay, das heißt, wir gehen wieder nach Mosbach City. Okay, er heilt sich jetzt hier erstmal von den ganzen Kämpfen gegen die drei Team Aqua-Rüpel. So, und wir müssen jetzt wieder zum Meteoritenzentrum hier in Mosbach City, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, dort geht er auch gerade wieder hin. Okay, hier wartet aber schon Team Aqua. Da müssen wir ganz schnell hinterher, ganz, ganz schnell. Und das wird bestimmt die nächsten Kämpfe geben. Aber das ist vollkommen okay, schneide ich euch raus. Für mich zählt hier nur der Story-Aspekt. Ich möchte die Rakete beschützen, aber ich muss auch noch einige andere Sachen tun. Diese Schufte, die habe ich tatsächlich auf unsere Rakete abgesehen. Was, aber das verstehe ich nicht. Hat es nicht noch nicht im Video Navi gehießen, dass dem Dingspunkt bla bla bla. Es zittert dieser Schotterstatter, zittert am ganzen Leib meine große Schwester und ich Hasenfuß. Also sowas, diese Halunken. Ach du grüne Neun, das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Ja, wow, habe ich mir fünf Fliegen noch nicht so ich Fliegen gesehen, aber leider, ja, genau. Selbst ein Stell dich ein mit solchen. Ey, was sind das für Wörter, Junge? Wie auch immer, wir gehen jetzt dann, denke ich, nach oben. Ne, hier wartet Team Aqua. Ach, so sieht man sich wieder. Ist ja schon immerhin schon drei. Wie lange ist es schon her? Du Einfallspinsel, zieh dich warm an. Denn wenn wir mit dir fertig sind, sind wir nicht bloß als Fünflinge im Gedächtnis, sondern als deine Zerstörer.
Ah, Mist, das war wohl nichts. Dabei wollten wir doch so cool wie die Höllenranger sein. Das will mir einfach nicht aus dem Kopf gehen, unsere Strategie, 5 Nintendo Labrador einzusetzen. Ach, hast du irgendeine linke Nummer abgezogen? Mensch, du elender Einfallspinsel. Wolfgang ist im ersten Stock. Wir geben es nicht gerne zu, aber du bist echt gut. Wir halten dich nicht auf. Ja, wie auch immer. Ja, die sagen jetzt wahrscheinlich auch alle dasselbe, ne? Die Team Aquarübel hier. Okay, dann gehen wir jetzt nach oben. Zu Wolfgang. Der wird wahrscheinlich auch nochmal gegen uns kämpfen wollen. Ja, warum setzt er eigentlich hier ein Schutz-Item ein? Null. Wie auch immer. Wolfgang! Ah, da kommst du ja genau richtig. Team Aqua, was habt ihr mit dieser Maschine vor? Sie ist unsere letzte Hoffnung, den Planeten zu retten. Hoffnung, Hoffnung sagst du... Das ist nicht zum Lachen. Du! Adrian, mein Skipper, war immer für mich da. Soll ich meine Freunde zu Adrian und alles, was wir zusammen durchgemacht haben, jetzt einfach als einen Fehler aufgeben? Seit der Skipper angefangen hat, sich mit dir abzugeben, ist da kaum derselbe. Du bist wie halt die Klappe. Ich bin jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. Ich weiß, dass in dieser Rakete eine Wahnsinnsenergie steckt. Sie soll sogar größer sein als jene der ultimativen Waffe. Mit dem Schlüsselstein vor den Meteorfällen kann ich die ganze Energie da drin mit einem riesigen Knall in die Luft jagen. Bam! Man könnte sogar fast sagen, eure schöne Rakete führt gleich eine Mega-Entwicklung durch. Und dann würde Meteor kann mir gestohlen bleiben. Nein, ich nehme das Schicksal selbst in die Hand. Ich bringe das Ganze hier zu Ende. Ich werde Projekt Azo zum Abschluss bringen und die Welt in ihren Urzustand versetzen. Nein, das dürfen wir nicht zulassen. Wenn wir dem kleinen Riegel vorschieben, ist die Welt dem Untergang geweiht. Bist du bereit zum Kämpfen? Ausgezeichnet. Ich werde euch zu Kleinholz verarbeiten. Nein, Misty, bin ich denn so nicht zu gebrochen? Skipper! Los, Daniel, das ist die Gelegenheit! Ah, jetzt kommen wieder Dings am Amalia oder so. Ah! Avelina hat Wolfgang den Dimensionswandler. Oh, okay. Gut gemacht, Avelina. Das ist doch die Frau vom Volk der Meteorana, in der Tat. Du kannst mich auch Amalia nennen. Avelina? Flur, danke. Also, dieses Gerät ist schon fantastisch, oder? Ein Knopfdruck und schwupps, schon ist der Meteor woanders und bereitet keine Schwierigkeit mehr. Dann wäre nicht alles gut. Ah, keine Frage. Ich kann dem ehemaligen Champ nur beipflichten, diese Maschine ist in der Tat die letzte Hoffnung, den Planeten zu retten. Aber habt ihr bereits mal darüber nachgedacht, was wäre eine Folge euer Plan für andere Menschen und Pokémon haben, könnte ich dir kurz davor unzählige Lebewesen umzubringen. Du kannst keinen Bassen, du hast keinen Schimmelbe, ne? Nee, und du? Weißt du, was ich meine, wenn ich sage, dass die Hoffnung für unsere Welt gleichzeitig Verzweiflung für andere Menschen bedeutet? Das hatte ich befürchtet. Naja, mach dir nichts draus. Wir vom Volk der Meteorana wissen, wofür wir sprechen, denn dieses Teil unseres kulturellen Gedächtnisses. Die schier unerschöpflichen Energiemengen, die bei der Mega-Entwicklung freigesetzt werden, bringen unsere Welt derart ins Wanken, dass eine parallele Welt entstand, die uns offenbar zerstören wird. Die sich nur gering verhält. Eine Welt, in der die Entwicklung von Pokémon und anderen Gesetzen gehorcht und in der die Mega-Entwicklung, eine Welt, in der vor 3000 Jahren kein Krieg gab und der die ultimative Waffe nie gebaut wurde, doch es wäre, wenn die Meteor durch Wurmloch in ein Paralleluniversum geht, eine Welt, deren Bewohner möglicherweise für die notwendigen Technologie zur Zerstörung verfügen oder nicht darüber verfügen. Das besteckt jede Vorstellungskraft. Sind Sie noch bei Trost zur Parallelwelt? Das ist doch völlig aus der Luft gegriffen. Was haben Sie sich denn da für Ideen gemacht, um das zu zerstören? Wir gewannen sozusagen nichts, wissen Sie eigentlich, was Sie da angerichtet haben? Jetzt beruhigen Sie sich doch allein, ich mache alles, wird gut. Ich, nein, wir können nämlich sowohl unsere als auch die andere Welt zerstören. Ach stimmt, das hätte ich fast vergessen, ich brauche ja noch etwas von dir. Lol, den Schlüsselstein. Diesen Schlüsselstein können wir jetzt auch abhaken. Jetzt muss ich nur alle, die ich erbeutet habe, so, Terminkalender, wir machen uns mal auf den Weg, also dann... Boah, das ist echt. Diese Missekröter. Hat sich einfach der Schlüsselstand von Arden geschlüssen. Geklaut. Verflixt. Sie ist also unterwegs zu Team Aquas Versteck. Denk nach, Troy. Mist. Okay. Wir müssen jetzt also zu Team Aquas Versteck. Verstehe ich das richtig? In solchen Zeiten muss die Wissenschaft eine Lösung bereithalten. Ich muss was geklärt, meist sonniges Wetter. Ein eher Ort, um sich auf den Balkon zu setzen.
Diese Milchkröte hat sie etwa den Schlüsselstein geklaut von Skipper. Komm, dann Wolfgang, ich werde dich wieder auf andere Gedanken bringen. Bitte was? Okay, das hat sich gerade absolut falsch angehört. Okay. Wir müssen jetzt also zu Team Aquas Versteck. Gott, und das war schon wieder so unfassbar schwierig, ne? Da alles vorzulesen, bis ihr die Textboxen geskippt hatte. Der gute Boisel oder auch Daniel, wie er schon beim echten Leben heißt. Wir müssen jetzt hier zu Team Aquas Versteck. Das war irgendwo hier. Da wird es dann auch in der nächsten Folge weitergehen. Und wie gesagt, ich kann nur noch mal daran erinnern, es gibt die Textboxen. Ach, nicht, es gibt die Textboxen. Pausiert das Video, wenn ihr die Textboxen nochmal vernünftig lesen wollt. Ich habe versucht, so viel vorzulesen, wie es ging. Ja. Und damit endet dann auch diese zweite Folge von 4 Folgen der Delta-Episode. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in Team Aquas Versteck.